Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16, Extremus, King of the Ring, und mein Gegner ist wieder der Bad News Onkel. Hallöchen. Oder hast du gute News? Naja. Ja, wen darf ich denn spielen? Das wäre schon mal ein guter News du Anfang. Du bist sag ich mal. Dean Ambrose. Oder Dean, oh Dean yeah, Ambrose. Das ist so, echt Dean gute, Ambrose, Entschuldigung, ich habe den früher schon immer falsch ausgesprochen. Dean Ambrose. Sag einfach und, Ambrosia. Ambrose. Ja, und den Gegner, den seht ihr jetzt links. Das ist dann er. Und es, ja, mir gefällt das gerade gar nicht. Aber er hat schon mal über diesen Gegner gelacht und musste dann leider erfahren, dass er doch gar nicht so schlecht ist. Ah, okay, ich weiß. Ja, ich bin auch ganz ruhig. Ultimate weil Warrior, ich möchte sag ich den, nur. Mit den Ambrosia möchte ich ihn nicht verlieren. Ja. Don't. Den verlieren. Pushen sie jetzt apropos. Habe ich gehört. Den wollen sie jetzt pushen als Main-Eventer und Dean Ambrose. Ui. Na, verdient hat das. No, das ist ja. Und der Linke, was wird der auch gepusht? Der ist doch schon halb tot. Der hat schon gar keine Beine mehr. Der wird nicht gepusht. Der hat doch gar keine Beine mehr, echt. Echt? Oh, der Arme. Na gut, dann gucken wir mal. Yeah, everybody. Achso, du bist der Chef. Und ich wollte schon B drücken und schlagen. Ha! Huhu! Kabuya! Na? Na? Alter! Yeah! Und? Okay, einmal wieder in die Ecke. Kabam! Ich verstehe die Aufteilung nicht, warum du jetzt ein Viereck hattest, aber ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ey, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum du mich schlagen durftest. Ja. Ich war ganz kurz raus aus dem Ganzen. Ja, da hast du es wieder. Du kannst doch nicht einfach den Ambrose schlagen. Was ist denn mit dir los? Okay. Aber du darfst, oder was? Darf ich jetzt? Oh. Jawohl, jetzt ist das Ring-Match eröffnet. Ah. Kennen wir das nicht? Uff. Wow, Flotti Farotti, komm her. Mit seinem Unterhemd, echt cool. Ach komm, das muss doch im Spiel einprogrammiert sein, dass die dann auch richtig dann dahin springen, wenn du schon vor mir stehst. Das ist ja doof gewesen jetzt. Und dann lache ich noch so dreckig, weißt du? Ich habe jetzt echt gedacht, ich treffe mal. Pscha. Naja. Und hinein mit dir, mein Freund. Hinein. Bam. Kabushi. So, jetzt kann ich dich ein bisschen verschwarten. Aber die beiden haben echt nicht so viel Ausdauer. Wie ich das erhofft habe in meinen Warum Träumen. Ausdauer? Hä? Ja, Kontermoves. Kontermoves. Du weißt schon, was ich meine. Oh oh. Oh oh. Kabam! Den Colonel Mustafa weggeslammt. So, jetzt machen wir mal links. Jetzt mal alle Moves durch hier. Auf den Seil noch. So. Du spürst förmlich die Schmerzen deines Klienten, ne? Oh oh. Oh, er macht den Body Slam. Kann ich auch. Oh. Boah, er wirft mich einmal 700 Kilometer durch die Ringecke. Hä? Ich weiß auch nicht, wollte irgendwas sagen. So, jetzt. Oh nein, 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 renn um dein Leben, sein Mann, renn. Renn aus dem Ring. Weil er versucht wegzurennen. Ich muss weg. Ich muss ganz schnell weg. Oh. Das probieren wir mal links. Und meiner zappelt noch mit den Beinchen. Ich merke das ja, schon. Was ist jetzt los? Das hast du dich selbst geohren gemacht. Mm.
Ja, das ist natürlich bei den Wrestlern, ne? Jetzt ist der natürlich nicht ganz so fit mehr. Boah, Dean Ambrose, sagt er, ruft er ganz laut. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Dan Ambrose da für ein S hat. Im Liegen, in der Beine, vom Seil, ich weiß das nicht mehr. Was hat der für ein S? Hä? Soll jetzt nochmal einen Move machen, du Vogel? Oh. Jetzt haben wir uns gegenseitig hier die Glöpschen kaputt. Ja. Und er schleppt mich durch den Ring. Ich fühle mich. Fühle mich gezogen von dir. Schauen wir mal. Ach. Nein, so eine Scheiße. Bam. So eine Scheiße. So eine Kacke. Ich kann mich nicht wehren, liebe Freunde. Ich kann mich nicht wehren. Und das kommt sein Finisher, oder? Ja. Ja. Ach du Scheiße, so ein Aufgabegriff. Shit, danke. Ach. Ja, ich war wieder im Menü drin. Mann, ich hasse diese scheiß Aufgabegriffe. Wenn ich dann drehe, dann gehe ich immer raus. Ist egal. Du sollst am Stick drehen. Du sollst am Stick, ja, ich habe gedreht, aber ich war wieder auf den PS-Knopf gedrückt mit meinen Wurstfingern und dann war ich im Menü drin. Halbe Stunde. Mann, ich hasse das. Scheiß Aufgabegriffe. Das ist echt blöd gemacht. Sollen die besser mit den normalen Steuerkreuzen? Ja. Mann, na egal, scheiß auf den. So, der Colonel Mustafa hat auch den lieben Ambrose besiegt. Der Colonel wird der King of the Wingman. Ja, so ist das. Das war blöd. Na egal. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Freue mich. Bis dann. Ciao. Tschüss.